Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Wir haben hier ja durch den, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, den Unfall an dem Auto von meiner Mama. Und dadurch habe ich diesen schönen Leihwagen bekommen hier. Und ich habe mir gedacht, sage ich doch mal einfach was zu dem Auto. Wir sind ja auch hier ein Autokanal. Und dann habe ich mir überlegt, erzähl mal ein bisschen was zu dem Auto. Ich muss ein bisschen ablesen, weil ich keine Ahnung von den Autos habe. Und zwar haben wir hier einen 2019er VW Passat 3C. Ich mache mal so wie so das typische was mag ich nicht oder was ist mir aufgefallen oder nicht. Was mich halt wirklich positiv überrascht hat, ist, ich meine, ich habe ja nicht so viel mit VAG zu tun, aber ich habe gedacht, ich erzähle euch mal so ein bisschen was. Wir können auch hier, nee, warte, wo ist denn hier Beleuchtung? Moment. Was mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht hat bei dem Auto, ist, dass dieses Auto verdammt viel ziehen darf. Also ich meine, ich habe das hier gerade mit dem Kameramann gesagt und er war auch beeindruckt. Mein Fünfer darf schon 2 Tonnen ziehen. Beziehungsweise doch, 2 Tonnen darf er ziehen, genau. Der hier darf 2,1 Tonnen ziehen. Und, so wenn ich das jetzt richtig lese hier, Anhängerbetrieb, bla 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 bla, 2,1 Tonnen, bei bis zur Abbruchsentsteigung logischerweise, technisch zugelassene Gesamtmasse, Zugkombination von 3.965 Kilogramm. Das sind fast 4 Tonnen. Fast 4 Tonnen darf alles zusammen wiegen. Und das finde ich schon, ist sehr geil. Eigengewicht haben wir hier von, so G, ne? Das Gewicht. Masse in betrieblich befindendes Fahrzeug, Leergewicht, genau. Haben wir 1,54 Tonnen. Also 1540 Kilogramm. Finde ich sehr geil, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben. Also davon bin ich sehr, sehr beeindruckt. Also das ist so das, was mir sehr, sehr gefallen hat an dem Auto. Ich habe jetzt keine Ahnung von VAG, also das wisst ihr ja alle, und ich erzähle jetzt einfach nur, was mir auffällt, was ich vergleichen kann mit anderen Autos. Natürlich, wir haben hier ein absolut hochmodernes neues Auto. Ich sag jetzt einfach hochmodern, weil es halt für mich, das ist Weltenunterschied, logischerweise. Ich hatte vorher nie so ein Auto. Wie gesagt, was mir aufgefallen ist, ist halt, dass er auch sehr, sehr viel, wie gesagt, viel ziehen darf und halt die Ausstattung. Eigentlich ist es sogar sehr schlechte Ausstattung, hat man mir gesagt. Ich habe ja keine Ahnung, ich dachte nur, wo ich da reingesetzt habe, wow, krass, Vollausstattung. Dabei hat er das gar nicht. Ach so, Motor haben wir gar nicht gesagt, ne? Ja, dann machen wir doch mit dem Motor weiter. Ich habe keine Ahnung, wie lang der ist, aber er ist lang. Guck, der ist lang. Ja. Aber ich muss sagen, er ist breiter, als ich es gewohnt bin. Also 5er ist schon ein breites Ding, ne? Aber ja, es ist auch mit dem Motor relativ knapp hier. Also es ist relativ gut, man kann die Spiegel noch einklappen und so weiter. Also jeder Seite noch 10, 20 cm Platz, von daher alles gut. Wir haben einen Euro 6 Diesel hier, 2 Liter Turbo Diesel mit diesem komischen Pipi, also mit dem AdBlue. Musste ich bis jetzt nicht nachtanken, weil irgendwann 13.000 Kilometer oder so schon da. Deswegen habe ich da jetzt nichts dran gemacht. Wollen wir ihn mal gucken? Ja, eigentlich hochmodern, auch mit weißen LEDs überall und sowas. Ne? Das sieht man ja hier überall schon. Ja, also hochmodern ist ein Schalter. Genau, der manuell betriebenen hier. Kannst du ja mal Zündung machen, dann sieht man es auch nicht. Einfach Start. Alles elektronisch. Keine Ahnung, also die Lenkradsperre ist elektronisch, solange keine Zündung an ist. Ja, was hat er noch? Also hier ACC hat er. Ne? Der automatische Abstandstempomat, also Adaptive Cruise Control, glaube ich, heißt das. Weiß nicht genau. Ich bin sehr zufrieden eigentlich vom Auto, das fährt sich super. Ist halt so das typische Firmenauto, würde ich sagen. Ultra viel Platz, Kofferraum müssen wir zeigen. Also wirklich, wirklich, richtig viel Platz. Das also mit umgeklappter Rückbank ist das Ding. Liegt hier hinten was? Nee, ne? Hinten lag nichts, ne? Nein. Das Ding ist riesig. Da kann ich drin liegen. Das ist geil, ne? Das ist super. Also da muss ich wirklich sagen, also da finde ich richtig geil. Und halt diese Dinger hier, ne? Die gab's ja, die gab's beim E39 auch, oder? Ja, die gab's beim E39. Krass, ey, guck mal, Technik. Touring auf jeden Fall. Ja, stimmt, genau, der Touring hatte die, genau. Also aber ich sag euch ganz ehrlich, auch wenn es ein VAG-Fahrzeug ist, dieses Auto zeigt mir, wie gern ich wieder einen Touring haben möchte. Ganz ehrlich. Ja, das ist... nicht mein. Mega. Ja.
Diesel hatte ich schon gesagt gehabt. Fahrbild oder sowas, aber ich wollte halt so ein bisschen was erzählen zum Auto. Ist übelst geräumig. Achso, hier Teilleder mit Alcantara-Sitzen mäßig, so Sportsitze. Da hast du ja eben gesagt, dass die ganz geil sind. Ja, schöne Sportsitze auf jeden Fall. Wir können ja mal tauschen, setz dich mal rein. Ja. Weil wer passt besser rein als ich. Du hast gesagt, die Seiten halt ist besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber da hat sich gezoomt hier. So, jetzt sieht man den dicken Bauch. Ein bisschen reinziehen. Nee, aber, oh, nee, aber hier so passt besser bei dir, ne? Auf jeden Fall. Ja, bei mir ist das nicht so toll, aber... Man sitzt richtig bequem hier drin und... Also ich habe Probleme gehabt. Macht einen guten Eindruck. Auf längere Fahrt würde ich sagen, ist nicht so schön für mich. Ja. Aber für längere Fahrt nimmt man auch keine Sportsitze, sondern Komfortsitze. Genau so ist es. So sehe ich das auch. Ja, Navi, drück mal das Navi da an. Musst du wohl leise machen. Weil, ne? Ja, hab ich was gedacht, genau. Kannst ja mal auf das K, drück mal K rechts. Das ist eigentlich ganz interessant. Genau. Das ist für die ganzen Freaks, für die Öko-Freaks, ne? Ganz cool, weil da haben wir da 7,1 Liter. Ab Fahrzeit, ich bin das eine Stunde gefahren, wenn man da nochmal drauf drückt. Oder hier oben kann man dann halt auch Langzeitverbrauch sehen und so weiter, 7 Liter. Ab tanken 7,4, das ist quasi ab wann ich den bekommen habe. Ja, kann man hier auch noch so eine Eco-Fahrweise und sowas sehen. Eigentlich ziemlich geil. Also das Navi finde ich auch ganz cool. Was hast du? Finde ich auch klasse. Auch mit der klassischen Uhr hier oben. Ja, stimmt, die Uhr. Ja, Passat-Standard-Uhr. Ja. Sehr schön und schlicht. Ja. Auto holt, was eigentlich ziemlich cool ist, finde ich eigentlich ziemlich geil. Am Anfang muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe den, glaube ich, am Anfang 4-5 Mal abgewürgt. Ne, weil man hat auch mit Diesel, also ich bin so selten Diesel gefahren bis jetzt. Ne, ich glaube, nur in der Fahrschule zweimal. Und dann halt eigentlich nie nur mal so mit einem Kollegen oder so mal hin und her gesetzt oder sowas. Ich fahre zwar viele verschiedene Autos, aber meistens keine Dieselfahrzeuge. Und keine neuen Diesels, wo halt Auto holt und so weiter, ne? Ja, aber könnt ihr mal in die Kommentare hauen, was ihr von dem Kfz haltet. Ich wollte jetzt kein richtiges, komplettes Review hier machen, aber ich denke mal, das ist schon eine coole Sache. Was hältst du vom Auto? Ich finde es klasse. Also ein schickes Familienfahrzeug. Ja, auf jeden Fall. Also für Familie mega. Familie, Business. Ja, also so ein typisches Firmenfahrzeug. Ja. Firmenfamilienfahrzeug. Richtig. Ja. Dafür ist es gut geeignet. Ich würde ihn sogar, ehrlich gesagt, glaube ich, fast vorziehen, weil ich weiß nicht ganz genau, in dem Baujahr der Golf 7 gibt es ja auch als Variante, als Kombi. Ja. Ich glaube, das ist kleiner. Ich glaube, das ist kleiner. Ich glaube, das ist kleiner. Kollege von mir, Nils, Grüße übrigens an dich. Ne, der hat mir auch schon ein paar Mal gesagt, dass er lieber einen Passat hätte. Aber ich finde ihn geil. Der ist jetzt nicht gewaschen, tut mir leid. Wir haben nur von innen gerade eben sauber gemacht. Dann waschen tue ich den gleich. Beziehungsweise morgen, weil ich muss den morgen wieder abgeben. Und dann dachte ich mir, komm, quatsch ich mal ein bisschen darüber. Vielleicht ist der eine oder andere, den es ja freut. Was ist die denn? Oh, und die Anhängerkupplung. Das ist geil. Das ist geiler Shit. Hier, guckt euch an. Also... Ich meine, das hatte der Fahrschulwagen von mir damals auch, wo ich meinen Anhängerführerschein drauf gemacht habe. Aber erstmal hier oben der Knopf. Guck mal hier der Knopf. Ja. Ja. Jetzt drücke ich da drauf. Jetzt guck mal, Achtung unten. Bring. So, einfach nur. Zack. Fest. Sehr praktisch. Das ist sehr geil. Und der darf damit 2,1 Tonnen ziehen. Das ist so unglaublich, finde ich das. Trotz, dass es eine abnehmbare ist. Und du drückst halt wieder einfach den Knopf und das Ding fällt einfach ein. Zack. Und du siehst nicht, dass hier eine Anhängerkupplung ist. Du siehst es einfach nicht. Ich meine, das siehst du beim E39 jetzt auch nicht direkt, aber du siehst halt diese Klappe da, ne? Keine elektronische Heckklappe, sowas zum Beispiel. Das fiel mir am Anfang gar nicht auf. Ich dachte, so alles mit Standard. Okay, ist halt so, ne? Aber, ja, das Kennzeichen hier, das ist kacke. Das ist so. Ist doch locker. Schleimwagen halt, ne? Ja, Schleimwagen halt, ne? Schade. Ja, haut mal in die Kommentare, was ihr von dem Auto hältet. Ich find's cool. Dafür, aber für den Alltag wär's nichts für mich. Ganz ehrlich nicht. Oder? Nö, nee, eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Wäre auch nichts für mich. Ist zu neu. Ja. Ist für mich wirklich zu neu. Wirklich. Also, man kann sich daran gewöhnen, aber. Ja. Und AdBlue dürfen wir nicht vergessen, ne? Da hab ich ja eben gesagt. Ja, klar. Pipi. Mhm. Pipi muss rein. Pipi muss rein? Pipi muss rein, ja. Für die, die das nicht verstanden haben. Ja, es ist. Ja, man sagt ja, dass das AdBlue Harnstoff ist, ne? Ja. Aber ganz genau Zusammensetzung, keine Ahnung. Nicht, dass ich wieder geschlagen werde. Hm. Weil ich jetzt sage, da muss Pipi rein. Schön verdunkelte Scheiben. Oh ja, stimmt. Ja, genau, vom Werk, genau. Ja, das ist auf jeden Fall. Super. Und was ich noch zu erwähnen ist, ich finde es erschreckend, wie schnell man mit diesem Auto zu schnell fährt. Wirklich. Ich fahre raus, 70. Oh, ist ja 50, ne? Geht schnell, ne? Das geht flott. Mit dem Turbo.
Ja, und das ist, ich bin das, das ist das allererste Mal, wo ich wirklich richtig ein Turbofahrzeug fahre. Und es ist geil. Wirklich cool. Aber ich muss sagen, Beschleunigung, Leistung ist meiner um weit besser. Auch wenn es ein Diesel ist, ich weiß nicht, wie viel Drehmoment der hier hat, keine Ahnung. Ne, könnte, kann ich jetzt auch mal einblenden, jetzt mache ich mir jetzt auch selbst mehr Arbeit für das Video, aber ist egal. Aber ich glaube, dass der knapp an den dran ist, die mein Fünfer schafft. Wie viel PS haben wir denn da? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel PS er hat, keine Ahnung. Ich denke mal so, ich würde es einfach mal so schätzen, 160? Ja, würde schon hinkommen, denke ich mir auch. Vielleicht. Bei 2 Liter? Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr. 170 vielleicht, könnte ja, auch noch hinkommen. 160, 165, so ein. Ja, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ja. Einfach schätzen. Schätzungshalber. Scheinwerfer, habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt ist nur das Tagverlicht an, glaube ich, hier. Ja. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Im Regen eher nicht so. Aber es ist halt eigentlich, glaube ich, eine Gewöhnungssache, weil ich halt einfach daran gewöhnt bin. Der Xenon ist ein bisschen besser im Regen, würde ich sagen. Aber ist trotzdem jetzt nicht scheiße oder sowas. Und die Front sieht irgendwie so aus. So. Mit dem großen Grill? Genau, genau. Ist halt so, als wenn er so einfach so ein bisschen so wie früher, so einfach, wenn du so die Front einfach so auseinandergezogen hättest. So ein bisschen. So. Ist auf alle Fälle ein großes breites Auto. Das steht fest. Ja, gut. Ich sag Dankeschön. Haut in die Kommentare, falls euch was einfällt, was man dazu schreiben kann. Was ich vielleicht vergessen habe. Aber so für Familie oder Firmenwagen, voll geil. Echt, kann ich definitiv empfehlen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt Wartung angeht oder so. Ich habe nicht mal die Motorhaube bis jetzt aufgemacht. So, eigentlich untypisch für mich, aber was soll ich auch da gerne nachgucken? Ne? Das ist halt von daher. Aber er hat gut gezogen, das muss ich zugeben. Und was, genau, habe ich auch vergessen. Mit Anhänger ziehen war die Verbrauchsanzeige, die da war, die Langzeitverbrauch, war mit über 100 Kilometer mit Autofahren. Also mit Autotrailer und sogar mehr, 400. 400 Kilometer in Trailer ziehen. Zwar immer zwischendurch mal kurz leer und mal wieder voll, weil wir die ganzen Autos hier hingebracht haben. Aber zwischendurch war halt auch mal über 100, 150 Kilometer mit Auto beladen. Also da ist der Verbrauch schon echt geil. Das hätte meiner, glaube ich, nicht geschafft. Aber so der Durchschnittsverbrauch auf Langstrecke wäre mit LPG, glaube ich, besser. Wenn man so den Gegenwert rechnet. Sagen wir, der hat jetzt 7 Liter, stand jetzt da drauf. Sagen wir, wenn man ihn gut fährt, schafft man 6 meine ich. Sagen wir, 6 Liter Diesel sind wie viel Euro? 47, so ein Dreh, 7,40 €. Ja, kommt gut hin. So, wenn ich jetzt 9 Liter mit meinem 5er verbrauche, dann bin ich bei 4,50 €. Sagen wir 5 Euro. So, dann ist günstiger meiner Meinung nach. So, aber dann muss ich aber auch wirklich gut fahren. Muss ich wohl mit dem dann auch. Und jeder sagt ja auch Diesel und so weiter. Dann so zum Beispiel der Bus, der T4-Bus, den ich im Kopf hatte. Der wäre ja dann theoretisch auch Diesel und dann sagt einer, ach du fährst eine Schrankwand und was auch immer. Klar, aber mit einem Trailer hinten dran fährst du eh nicht schneller als 100. Übrigens, hier haben wir noch Euro 4, ne? Stimmt, der Euro 6 steht im Schein. Da steht Euro 4 drauf. Im Schein steht Euro 6. Ja. Warte, ich guck nochmal. Nein, das ist ja nur Umweltzone 4. Umweltzone 4? Ja, und wir haben hier, ich halte mal alles andere so ein bisschen zu. So, da. Euro 6. Euro 6. Für ein Baujahr 2019, ne? Ja. Ja, wobei, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so stimmt mit den, ihren, ja, der Euro hier. Erstzulassung. Ja. Genau, auch eine Sache, der piept für jede Kacke. Der piept wirklich für jede Kacke. Wenn man den Motor einschaltet, warte, machen wir mal, weil die Türe offen ist. Gehen wir jetzt raus und machen die Türe zu, hört er auf, pass auf. Auf. Sobald der Motor läuft und man die Türe öffnet. Grauenhaft. Schlimm. Das finde ich grauenhaft. Wirklich. Klimaautomatik top. Das muss ich noch erwähnen. 4-Zonen-Klima, ne? Hä? 4-Zonen-Klima. Keine Ahnung, weiß ich. Ja doch, hinten kann man noch. Ah ja, stimmt. Ja. Stimmt. Hinten kann stimmt. Man ja noch umstellen. Der kann, der hat ja hinten noch umstellen. Genau. Hinten, auf jeden Fall. Stimmt, hast du recht. Ja. Gut, also haben wir ein mega Auto. Auf jeden Fall. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch eine Idee habt, was ich vergessen habe. Aber der hat jetzt auch nicht die krasseste Ausstattung, logischerweise. Wurde mir gesagt. Wie gesagt, ich fand das Ding schon voll Hightech. Ich gehe rein, mach an, Klima, boah geil, Klima geht, Vollausstattung. Spaß. Aber also dieses Abstandstempomat-Ding, wäre das jetzt eine Automatik gewesen, hätte er sogar komplett selber gebremst. Und ich hatte tatsächlich einmal mit einem Kollegen zusammen, sind wir gefahren, sind wir den Anhänger holen gefahren, den Autotrailer.
Da hat er gebremst, da hat er Notbremse gemacht, der Wagen. Obwohl ich auf der Bremse stand und gebremst habe. Und ich fand das irgendwie zu schnell, keine Ahnung. Er ist voll in den Anker gegangen. Das fand ich auch richtig krass erschreckend, ne, dass er das gemacht hat. Aber abwürgen tut er dann nicht, ne, oder? Was? Also wenn er jetzt selber auf die Bremse geht? Stimmt, dann müsste der eigentlich die Kupplung treten, ne? So. Ja. Nee, hat er aber glaube ich nicht. Der wirkt ihn dann ab. Da es ja auch kein Automatik ist. Ja, stimmt, hast recht. Das ist ein guter Einwand. Ja. Stimmt, aber ja, ich stand, aber das Ding ist, ich habe ja gleichzeitig gebremst. Ich stand ja schon auf der Kupplung und bremse. Ja. Und dann hat er trotzdem noch die Notbremse reingehauen. Was ich halt nicht verstanden habe. Aber das ist ja wie bei den neuen Autos. Die machen das ja auch zwischendurch einfach mal wahllos. Richtig. Vielleicht war ihm das ein bisschen zu schnell, keine Ahnung, aber ich war auf der Bremse, also von daher. Und ich habe einmal beim Parken Notparkbremsassistent gehabt. Weil ich bin ja so ein typischer, wenn das Ding piept, dann hast du ja immer, also du fährst mit PDC ran, ne, dann kannst du immer noch 2 cm fahren. So, dann habe ich dann auch gemacht. Und auf einmal hat er den, stehen an dem Kombi-Instrument von wegen, das Notbremsparkassistent oder so ein Scheiß. Hat er gebremst, konnte weiter rückwärts fahren. Der hat mich aber auch nicht weiter rückwärts fahren lassen, ne? Keine Chance mehr, ich durfte nicht weiter rückwärts fahren. Das ist aber praktisch, ne? Ja, aber wenn du mal in so einer scheiß Parklücke bist, wo du wirklich diesen Zentimeter noch brauchst, vor allen Dingen, ich sag mal so, da war ja gar nichts, ne? Da war ja wirklich nur so ein scheiß Busch oder so, wo dann ein Ding rausgehangen hat, wo er mich dann nicht weiterfahren lassen hat. Ah ja, gut, scheißegal. Egal. Video ist schon lang genug. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas einfällt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss. Und danke dir. Kein Problem. Bitte.